So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do, rather do. Was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ich hoffe, dieses kleine Intro, neue Intro hat euch ein bisschen gefallen. Ja, war mal ein bisschen was anderes als wie mein Standard-Intro. Ich wollte das eigentlich in Zukunft eh mal ändern. Deswegen seid bereit, vielleicht in den nächsten Vlogs wird ein neues Intro von mir kommen. Und zwar nicht nur einfach nur meinen Namen einblenden und Musik drunter legen, sondern ein bisschen was anders. Aber das zeige ich euch oder das seht ihr dann in den nächsten Vlogs von mir. So, wie ihr wie gesagt im Intro schon gesehen habt, habe ich euch einen kleinen Ausschnitt von meinem neuen Mix für meinen anderen Kanal gezeigt. Und zwar habe ich den heute abgedreht, mega geile Songs dabei. Also wie gesagt, ihr könnt dann gerne mal auf meinen anderen Kanal vorbeischauen, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Dann wird wahrscheinlich auch der Mix schon online sein. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich dazu komme, wie lange ich dafür brauche, keine Ahnung. Aber schaut gerne mal auf den anderen Kanal vorbei. Sobald der natürlich online ist, verlinke ich euch den auch hier in diesem Video. Und zwar gibt es immer wieder das Problem, oder hatte ich immer wieder das Problem, meine Mixe werden gesperrt, sind nicht abspielbar, in diesem Land nicht verfügbar und. Ja, es ist immer wieder ärgerlich, weil ich stehe hier ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, nimm einen Mix auf, hab geile Songs, die mir richtig geil taugen, also richtig gut gefallen, mach einen geilen Mix draus, nimm ein Video auch extra dafür auf, dass ihr ein bisschen was zum Sehen habt. Und lade das Ganze hoch und bekomme dann die Meldung, ihr Video ist gesperrt. Ja, natürlich richtig beschissen, wenn ich das mal so sagen kann. Ja, das ist natürlich für mich dann immer richtig, richtig ärgerlich, weil, wie gesagt, ich stehe hier eine halbe, dreiviertel Stunde, nehme einen Mix auf, filme das Ganze und dann kriege ich einen Strike, beziehungsweise nicht einen Strike, sondern das Video wird einfach gesperrt, ich kann es nicht verwenden. Und die Arbeit war umsonst. Wie ihr wahrscheinlich im Titel schon von mir lesen konntet, geht es heute um das Thema Epidemic Sound. Epidemic Sound, ganz einfach erklärt, ist eine Internetseite, die bieten zahlreiche Songs, Instrumentals, Sounds und zum Download an. Dafür müsst ihr aber 10 bis 15 oder 20 Euro im Monat zahlen. Das heißt, ihr habt einen Dauerauftrag und ihr bekommt sozusagen alles von dieser Seite zum Download dann angeboten. Und könnt es in jedem Vlog, in jedem Video oder in jedem Projekt verwenden. Das heißt, ich mache einen Vlog wie den hier, lad mir was von Epidemic Sound runter, wie zum Beispiel ja, Chill House, passt jetzt gut zu diesem Video, setze ich einfach unter dieses Video und fertig. So, ich bin aber nicht bereit, 10 bis 15 oder 20 Euro jetzt nochmal zusätzlich im Monat auszugeben. Und deswegen wollte ich euch heute in diesem Video eine Alternative zeigen. Ganz simpel, das Video wird auch ziemlich kurz gehalten, beziehungsweise ich werde es kurz abdrehen. Ja, es gibt dazu nicht viel zu sagen, sondern ich zeige euch einfach mal, welche Alternativen es gibt und wie ihr das alles umgehen könnt. So, Nummer 1, also wie gesagt, jeder große YouTuber, auch viele kleinere, sage ich mal, benutzen Epidemic Sound. Epidemic Sound, wie schon erklärt, ist halt eine Internetseite, die bieten das an. Ihr könnt alles hernehmen, wenn ihr zum Beispiel, oder viele machen ja Lost Plays, und setzen drunter dramatische Musik. So, wie findet ihr dramatische Musik? Ihr gebt es vielleicht in YouTube ein, ladet euch das runter,
wollt es selbst unter euer Video packen und zack, Video gesperrt, Song nicht erlaubt und. Ja, damit ihr eure Videos, eure Vlogs, eure Projekte ohne Probleme auf YouTube hochladen könnt, gibt es folgende Kanäle. Und zwar Nummer 1, das ist so ungefähr der geilste YouTube-Kanal für Musik, also wenn man Musik braucht, und zwar heißt der NCS. NCS ist No Copyright Songs, die haben über 20 Millionen Abonnenten. Überlegt euch das mal, 20 Millionen Abonnenten. Und die haben ein eigenes Label und die bieten auf YouTube zahlreiche Musik an, von jeder Art, zum Beispiel Chill House, Future House, EDM, Techno, Trap, also komplett das ganze Sortiment. Und ihr könnt einfach euch da ein bisschen durchklicken. Ja, die meisten Songs sind halt kostenlos für euch. Es gibt natürlich auch Songs, die wo was kosten. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, ihr ladet euch einen Track runter, der kostenlos ist. Dann suche ich mir, ich muss mich zwar ein bisschen immer durchklicken, weil nicht jede Musik, was sie da hochladen, passt natürlich zu mir oder zu meinen Videos. Deswegen höre ich mir halt immer ein paar an und wenn ich dann eins finde, sage ich, ah cool, wie gesagt, zu 90% sind die kostenlos, lad mir das runter, legt es unter meinen Vlog, wie zum Beispiel dem hier, und weiß, ich habe gar keine Probleme mit der GEMA, mein Video wird nicht gesperrt oder ich weiß, dass es in jedem Land verfügbar ist. Die normalen Songs, was ihr hernehmen würdet, zum Beispiel von Martin Garrix oder so, wenn ihr das unter euer Vlog oder unter euer Video reinbaut, bekommt ihr zu 99% einen Strike. Es gibt Ausnahmen. Ihr habt auch die Möglichkeit, oder es gibt natürlich auch ein paar Songs, die erlaubt sind, aber wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde und jeden Song nachschauen würde, weiß ich, bin ich mir trotzdem nicht sicher, ob das geht oder nicht. Deswegen kann ich euch empfehlen, schaut mal bei NCS, also No Copyright Songs, ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne mal durchschauen, wenn ihr irgendwelche Vlogs machen solltet oder so. Könnt ihr jeden Song benutzen. So, No Copyright Song ist nicht der einzige Kanal, den ich verwende oder meine Musik beziehe, sondern es gibt noch zahlreiche andere. Und zwar mein absoluter Lieblingschannel für Vlog-Music bzw. für irgendwelche Projekte. Der Kanal heißt Vlog No Copyright Music. Und ihr könnt die Musik kostenlos benutzen, jederzeit benutzen, hochladen. Und ihr wisst, ihr bekommt keine Probleme. Und das ist einfach so geil, weil ihr dreht zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr dreht ein Video ab, das geht eine halbe Stunde, ihr seid aber den ganzen Tag damit beschäftigt, dieses Video zu drehen, habt eine geile Musik, legt die drunter, ihr kennt euch mit Musik noch nicht so aus, also was heißt nicht auskennen, sondern ihr wisst nicht, darf ich das hernehmen oder nicht. Ihr legt es jetzt einfach unter euer Projekt, ladet es auf YouTube und das komplette Video ist gesperrt. So. Und hier weiß ich einfach bei diesen zwei Kanälen, ich kann die Musik nehmen, ich kann die Musik unter meinen Projekten, unter meinen Vlog einfügen und die laufen ohne Probleme. Das heißt, so könnt ihr diese 15 bis 20 Euro im Monat sparen. Nicht jeder Song passt zu mir, also nicht jeder Song gefällt mir, ist ja klar, jeder hat einen anderen Geschmack. Aber ich sag mal, für meine Verhältnisse, für meine Videos reicht es vollkommen aus und da brauche ich nicht 15 bis 20 Euro ausgeben. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr über die Musikrichtlinien von YouTube selber, also die haben auch so eine Datenbank mit Musik, mit Sounds und so weiter, die könnt ihr auch kostenlos verwenden, aber da bin ich kein Freund davon, weil, ja, es gibt zwar vereinzelt geile Songs oder geile Sounds, aber die meisten bringen mir nichts für meinen Kanal. Deswegen nutze ich halt einfach die zwei Kanäle. Genau, ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu komplex, nicht zu kompliziert. Ihr wisst ungefähr, was ich damit gemeint habe. Nutzt die zwei Kanäle für Vlogs. Wenn ihr anfangen wollt mit YouTube, nutzt diese zwei Kanäle und fangt nicht an, irgendwie wieder ein Monatsabo dafür zu machen, wenn ihr gerade mal angefangen habt. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen was erklären. Wenn ja, könnt ihr mir gerne wieder einen Daumen nach oben da lassen. Meinen Kanal natürlich abonnieren und in dem nächsten Vlog werden mal wieder FL Studio Tutorials kommen, weil ich mal wieder kleine Lifehacks für euch rausgesucht habe. Die muss ich jetzt nur noch zusammenschneiden und wird ganz interessant für die Produzenten unter euch, weil meinem Video mit So könnt ihr jeden Song remixen, der kam ja ultra krank bei euch an. Also er hat jetzt 330 Aufrufe. Es ist zwar nicht viel, also was heißt nicht viel, 330 sind 330, aber ihr wisst gar nicht, wie viele Nachrichten ich davon bekomme. Danke, 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 wie geht das, wie geht das? Und das ist halt einfach so eine Bestätigung, wie ich es in jedem Video schon sage. Dafür mache ich YouTube. Ja, dafür muss ich mich einfach bei euch bedanken, weil ihr habt einfach ein geiles Feedback. Es gibt natürlich Vereinzelte, die sagen, was machst du da für einen Schrott? Was willst du damit bezwingen?
Ja, die müssen dieses Video oder meinen Kanal einfach nicht anklicken, aber ich will einfach mit euch zusammenarbeiten. Und in diesem Sinne, Leute, ich melde mich ab. Bis zum nächsten Mal, Daumen hoch und ciao.